Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich, aber natürlich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen an dem allseits beliebten Livestream ganz herzlich begrüßen zu unserer ersten Plenarsitzung in diesem neuen Jahr, im Jahr 2022. Und ich verbinde das mit allen guten Wünschen, insbesondere mit dem Wunsch nach Gesundheit an Sie alle. Ich glaube, das ist der wichtigste Wunsch auch in diesem Jahr und verbinde das ein bisschen auch mit der Erwartung, dass wir als Mitglieder dieses Landtages allen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land auch, ja, wenn ich das so sagen darf, die nötige Zuversicht geben und vermitteln. Die Zuversicht, dass die Politik im Angesicht dieser durchaus sehr besonderen Herausforderungen, aktuellen Herausforderungen, handlungsfähig ist, handlungsfähig bleibt und immer offen ist für sachbezogene Lösungen. Aber den Beweis werden wir ja in den nächsten 2,5 Tagen antreten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit unserer letzten Landtagssitzung ist der ehemalige Abgeordnete und langjährige Präsident des Hessischen Landtages, wenn ich das so sagen darf, unser Freund Klaus-Peter Möller verstorben, dessen wir gedenken möchten. Ich darf Sie deswegen bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Im Alter von 84 Jahren ist Klaus-Peter Möller am 20. Januar 2022 verstorben. Er wurde am 8. August 1937 in Darmstadt geboren. Nach seinem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Bonn, München und Würzburg war er zunächst als Rechtsanwalt und als Notar in Gießen tätig. 1966 trat Klaus-Peter Möller in die Christlich-Demokratische Union ein. Er war lange Zeit kommunalpolitisch aktiv. Er wurde 1977 Abgeordneter des Hessischen Landtages, dem er bis 2003 angehörte. Er war während seiner Zeit als Abgeordneter von Juli 88 bis April 91 und von April 95 bis April 2003 Präsident des Hessischen Landtages und von April 91 bis April 95 Vizepräsident unseres Parlaments. Er war unter anderem auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion und fungierte als Vorsitzender des Innenausschusses. Überdies hat er in seiner Zeit als Abgeordneter 2 Untersuchungsausschüsse geleitet. Klaus-Peter Möller war 1989 Mitglied der 9. Bundesversammlung, der 10. Bundesversammlung und auch der 11. Bundesversammlung. Und er ist für sein politisches Werk, für sein politisches Wirken vielfach ausgezeichnet worden. Er erhielt unter anderem den Hessischen Verdienstorden, das Große Verdienstkreuz mit Stern und die Wilhelm-Leuschner-Medaille, die höchste Auszeichnung unseres Landes. Wir trauern um einen in, ja, man kann das so sagen, vielerlei Hinsicht beeindruckenden Mann, der über viele Jahre hinweg die Landespolitik begleitet hat, aber hat sie nicht nur begleitet, sondern hat sie wirklich mitgeprägt. Er hat über viele Jahre lang tiefe Fußspuren hinterlassen und er hat sich, und ich glaube, das ist sehr hervorhebenswert, seit seines Wirkens, insbesondere hier im Hessischen Landtag, unermüdlich für Freiheit und Demokratie eingesetzt und sich große Verdienste um unser Land erworben. Er war als Landtagspräsident nicht nur Gesicht und Stimme des Hessischen Parlaments, sondern er hat als Präsident unseres Parlaments echte Maßstäbe gesetzt. Sein Tod ist ein großer Verlust. Klaus-Peter Möller war verwitwet und hat einen Sohn. Ebenfalls gedenken möchten wir unserem langjährigen Kollegen Gerald Weiß, der im Alter von 76 Jahren am 21. Januar 2022 verstorben ist. Gerald Weiß wurde am 12. Juli 1945 in Rüsselsheim geboren. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und absolvierte 1971 das Examen als Diplom-Handelslehrer, war dann tätig als Dozent in Frankfurt. Ab 1991 war er tätig als freiberuflicher Unternehmensberater und wurde am 23.12.1974 erstmals Mitglied des Hessischen Landtages, hielt dieses Mandat bis 1987. Von April 87 bis Februar 91 war er hessischer Staatssekretär im Sozialministerium. Im April 91 bis Oktober 98 war er dann nochmals Mitglied des Hessischen Landtages
und hat sich 8 Jahre lang engagiert als Sprecher für berufliche Bildung, war dann lange Jahre der Sprecher für Sozialpolitik, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU und gehörte vielen verschiedenen Ausschüssen an. Von 1998 bis 2009 war Gerald Weiß Mitglied des Deutschen Bundestages und hat sich ganz besonders in der Sozialpolitik als Vorsitzender der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft engagiert, deren Landesvorsitzender, hessischer Landesvorsitzender, er von 1997 bis 2007 gewesen ist. Gerald Weiß war verheiratet und hat 2 Kinder. Gedenken möchte ich heute aber auch der 2 Polizeibeamten, die ihr Leben während des Dienstes am Montag in den frühen Morgenstunden auf schreckliche Weise verloren haben. Bei einer Verkehrskontrolle wurde eine gerade erst 24 Jahre alte Polizistin und ihr 29 Jahre alter Kollege ermordet. Diese kaltblütige und diese heimtückische Tat macht fassungslos. 2 junge Menschen, die sich sehr bewusst für einen Beruf entschieden haben, in dem sie Sicherheit gewährleisten wollen, unsere Sicherheit gewährleisten wollen und unser aller Leben schützen wollen, haben ihr Leben in Ausübung dieses Dienstes an der Allgemeinheit verloren. Eine sinnlose Tat, 2 feige Morde, die uns und unser Land erschüttern. Der Hessische Landtag gedenkt der beiden Beamten und drückt ihren Familien und ihren Freunden sein tief empfundenes Mitgefühl aus. Sie haben sich zu Ehren der Verstorbenen erhoben. Vielen Dank. Ich eröffne die 93. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle mit Blick in den Plenarsaal die Beschlussfähigkeit fest. Darf Ihnen einen Mandatswechsel, der Ihnen aber auch schon bekannt ist, noch mal ganz offiziell mitteilen. Frau Kollegin Manuela Strube hat ihr Landtagsmandat mit Ablauf des 31. Dezember 2021 niedergelegt. Für die ausgeschiedene Kollegin ist gemäß § 40 des Landtagswahlgesetzes Herr Florian Schneider Abgeordneter des Hessischen Landtages geworden. Die Feststellung über die Nachfolge hat der Landeswahlleiter am 1. Januar getroffen. Und lieber Herr Schneider, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in unserem Hause und wünsche uns allen eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Seien Sie uns herzlich willkommen. Und für Sie gilt natürlich, was für alle anderen auch gilt, insbesondere diejenigen, die neu hinzukommen, sind meine Türe steht Ihnen jederzeit offen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Rat brauchen, wenn Sie Unterstützung brauchen. Manchmal ist das so in einer ganz neuen Umgebung, gerade in einem solchen Landtag. Also scheuen Sie sich nicht zu kommen, wenn es ein Problem gibt. Herr Ministerpräsident Bouffier hat mir mitgeteilt, dass Herr Staatssekretär Marc Weinmeister mit Wirkung vom 1. Februar 2022 zum Regierungspräsidenten ernannt worden ist. Der Nachfolger im Amt des Staatssekretärs für Europa wird Herr Uwe Becker mit Wirkung von heute, nämlich dem 1. Februar 2020, ein zusätzlicher Frankfurter hier in Wiesbaden. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wo ist denn der Kollege Becker? Ist er da? Herzlich willkommen, lieber Kollege Becker. Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit und wünsche alles Gute bei der Tätigkeit in dem Ministerium für europäische Angelegenheiten. Last but not least darf ich auch ganz besonders herzlich zu Ihrer Wahl gratulieren, der neuen parlamentarischen Geschäftsführerin der Fraktion der Sozialdemokraten. Frau Dr. Sommer ist die neue Geschäftsführerin der Fraktion der SPD. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit, liebe Frau Dr. Sommer. Wir haben jetzt schon ein paar Tage in diesem neuen Amt zusammen verbracht und ich sehe, die Zusammenarbeit klappt ganz hervorragend. Alles Gute für diese neue und wichtige Tätigkeit. Sie wissen, parlamentarische Geschäftsführer sind wichtig. Denn ohne die funktioniert hier gar nichts. Die Tagesordnung
Vor dem 25. Januar 2022 und der Nachtrag, der vom heutigen Tage stammt, liegt Ihnen vor. Und Sie können dem Nachtrag entnehmen, dass 6 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen sind. Die werden wir, wie wir das immer tun, aufrufen am Donnerstagmorgen, 5 Minuten je Fraktion. Und die Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass mit Top 85 die Aktuelle Stunde der Sozialdemokraten Top 73 aufgerufen wird und dann am Abend direkt abgestimmt werden soll. Die Fraktion der CDU hat mir mitgeteilt, dass Top 45 die Drucksache 205735 abschließend im WKA beraten werden soll. Und noch eingegangen und in den Fächern verteilt ist der dringliche Antrag der Fraktion Die Linke. Hessen braucht eine einheitliche Teststrategie für die Kitas. 207747 ist die Drucksachennummer. Ich darf Sie fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 87 und er könnte mit der Aktuellen Stunde der Fraktion der Freien Demokraten Top 84 aufgerufen werden und dann am Abend unmittelbar abgestimmt werden. Die Fraktion der Freien Demokraten hat darum gebeten, mit ihrem Antrag Top 69 ebenso zu verfahren. Und wenn jetzt keiner widerspricht, dann machen wir das so. Gut, noch eingegangen und auf den Plätzen verteilt ist ein Änderungsantrag der Fraktion von CDU und Bündnis 90 Die Grünen zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung. In der Fassung der Beschlussempfehlung Drucksache 207799, dieser wird mit dem Gesetzentwurf aufgerufen werden. Und damit können wir zur Feststellung der Tagesordnung für die 93., 94. und 95. Sitzung mit den eben besprochenen Änderungen und Ergänzungen kommen. Gibt es Einwände, dass wir das so feststellen? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Tagesordnung genehmigt. Wenn der vorliegende Ablaufplan eingehalten wird, dann tagen wir heute voraussichtlich bis ca. 19 Uhr. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit der allseits beliebten Fragestunde. Das ist der Top 1. Dann kommt Top 12. Das ist die erste Lesung des Gesetzesentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen Hessen und Bayern. Planfeststellung Grenzwaldbrücke zu BAB A7, Drucksache 206988. Ich will noch darauf hinweisen, dass wir uns im Ältestenrat darauf verständigt haben, dass für die Plenarsitzungen das 3G-Konzept weiterhin gilt. Ich glaube, dazu muss ich jetzt nicht näher ausführen. Da sind wir uns alle einig, dass wir das so machen. Ich will nur klar sagen, wer die entsprechenden Nachweise nicht erbringen kann, hat die Möglichkeit, unter Wahrung des Abstandsgebotes auf der Besuchertribüne entsprechend dann an der Sitzung teilzunehmen und so weiter und so fort. Das lassen wir jetzt alles weg, das führt doch alles zu weit. Sie wissen ja eh Bescheid. Also, und hinweisen möchte ich noch wie gewohnt auf die zusätzlich angebotenen Corona-Schnelltestungen, die heute Abend von 17 bis 20 Uhr in der Eingangshalle durchgeführt werden. Noch ein letzter Hinweis. Wir werden am Ende der Plenarsitzungen wieder gebündelt abstimmen. Soweit sind wir. Entschuldigungen. Entschuldigt fehlt heute der Kollege Wissenbach während des gesamten Plenums und der Kollege Gernot Grumbach. Ich darf fragen, ob es weitere Entschuldigungen gibt. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zu erfreulichen Dingen. Im Grunde genommen sind das 140 Jahre, über die wir jetzt reden. Denn am 18. Dezember 2021 konnte unser Ministerpräsident einen runden Geburtstag feiern. 70 Jahre, lieber Minister Bouffier. Wir gratulieren ganz herzlich nachträglich. Alles, alles Gute, Glück und Gesundheit. Und da der Ministerpräsident ja nicht nur Ministerpräsident ist, sondern wahrscheinlich der langjährigste Abgeordnete im Haus, oder ist jemand ja außer Frank Lorz, ist jemand hier noch länger Abgeordneter gewesen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen darf ich dem Ministerpräsidenten als Abgeordneten auch eine der üblichen Flaschen Wein zum Geburtstag überreichen. Alles Gute, Glück und Gesundheit, lieber Volker Bouffier. Danke. Wenige Tage später, aber schon im neuen Jahr, hat dann der Kollege Dr. Rainer Rahn, nämlich am 26. Januar, einen runden Geburtstag gefeiert. Lieber Kollege Dr. Rahn, ist er da? Herr Dr. Rahn, sind Sie da? Nein, Sie sind nicht da, aber Sie kriegen Sie bitte anlässlich von Geburtstagen keine bissigen Bemerkungen. Ja? Darf ich also Dr. Rahn sozusagen in Abwesenheit auch eine dieser guten Flaschen aus unserer schönen Hochschule in Geisenheim von Lade Riesling überreichen?
ist 2020er Riesling. Also er soll ihn sich schmecken lassen, von wo auch immer er ihn dann verkostet. Alles Gute an die beiden und herzlichen Glückwunsch. So, Kollege Vizepräsident Lorz wünscht das Wort. Eine persönliche Erklärung. Also steht mir zu, als dienstältester Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr Lieben. Ich weiß, dass Sie mich gerne sehen und hören hier in diesem Haus. Das freut Sie immer. Deshalb, ja. Aber deshalb habe ich mich ausnahmsweise nicht gemeldet, sondern nachdem jetzt zwei Geburtstage gewürdigt wurden vom Herrn Präsidenten und er schwerlich sich selbst würdigen kann, will ich doch das Wort ergreifen. Denn unser Präsident hat am 2. Januar diesen Jahres seinen 50. Geburtstag gefeiert. Meine Damen und Herren, wir hatten eigentlich geplant, die Damen und Herren Vizepräsidenten aus diesem Anlass im Rahmen dieser Plenarwoche jetzt einen kleinen Empfang durchzuführen, um unserem Präsidenten zu gratulieren und ihn auch zu würdigen. Wegen der Pandemie verzichten wir auf eine solche Runde, auch auf seinen Wunsch hin. Vielleicht können wir dies dann im Sommer in gemütlicher Runde und in lockerer Atmosphäre nachholen. Ich will aber trotzdem die Gelegenheit nutzen, heute vor dem gesamten Landtag unserem Herrn Präsidenten, dir, lieber Boris, herzlich zu diesem bedeutenden runden Geburtstag zu gratulieren. Wir wünschen dir alles Gute, aber vor allem wollen wir dir auch danken aus Anlass deines runden Geburtstags. Du bist ein wahrer Präsident für alle Abgeordneten über die Parteigrenzen hinweg und das sieht man und das hört man, das hat man auch vorhin gehört. Dir macht die Amtsführung sehr sichtbar Spaß und Freude. Du genießt Achtung, Anerkennung und Respekt bei allen Fraktionen des Hauses. Deine souveräne, deine überlegte, aber auch sehr humorvolle Amtsführung tut dem Amt gut und sorgt auch für gute Stimmung. Und die von dir immer wieder deutlich vernehmbare Betonung der Bedeutung jedes einzelnen Abgeordneten und der Legislative als höchstem Verfassungsorgan unseres Landes, die ist sicherlich beispielhaft und sie erfreut natürlich auch sehr nachhaltig die Hessische Landesregierung. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Boris, du gibst dem Landesparlament das ihm zustehende Gewicht und du bist ein würdiger Repräsentant hier in Wiesbaden und im ganzen Land. Und dafür möchte ich dir heute im Namen des ganzen Hauses ganz herzlich danken. Wir wünschen dir weiterhin viel Freude und stets Autorität und Fröhlichkeit bei der Ausübung deines Amtes. Und wir wünschen dir vor allen Dingen für die weitere Zukunft stets frohen Mut, alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen. Glück auf, sehr geehrter Herr Präsident. Also bin tief gerührt, mir ist ganz heiß geworden bei den netten Worten des Kollegen Vizepräsidenten. Ich werde ihn natürlich auch an jedes einzelne seiner Worte zu gegebener Zeit erinnern. Ich bedanke mich sehr für die Glückwünsche. Ich bin sehr froh, dass hier übrigens noch eine Flasche an, das ist die von Dr. Rahn. Jetzt bringe ich die Sachen durcheinander. Nein, ich bin ganz froh, dass Frank Lorz davon abgesehen hat, mir hier einen Bayern-München-Schal zu überreichen. Also das ist eigentlich das größte Geburtstagsgeschenk, das er Ihnen mir nicht überreicht hat. Aber ich glaube, er war auch sicher, dass ich dessen nicht würdig bin. Ich kann ihm nur sagen, weil ihm steht ja auch der 50. kurz bevor, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also man spürt es überhaupt gar nicht. So, jetzt kommen wir wieder
wieder zum Ernst der Sache. Ich bedanke mich auch für den sehr freundlichen Applaus. Ich hoffe, dass Sie auch dieser Stimmung, dieser günstigen Stimmung in diesen uns bevorstehenden 2,5 Tagen bleiben. Und beende jetzt die amtlichen Mitteilungen.